Heute stelle ich euch einen Look vor, identisch gestylt, nur mit unterschiedlichen Klamotten, heißt in einer unterschiedlichen Preiskategorie. Einmal günstig gestylt, einmal teuer gestylt und ich verrate euch am Anschluss, ob sich die teureren Pieces wirklich gelohnt haben. Starten werde ich mit der günstigen Variante und zwar hier mit den Schuhen. Hier trage ich beige Wildleder Desert Boots von Asos Design für sage und schreibe 34 Euro. Die Blue Jeans von Topman kostet 31 Euro und hat so ein richtig schönes, tiefes, dunkles Blau. Das Oberteil, den Turtleneck, den ich hier trage, kommt ebenfalls von Asos Design aus Lammwolle in so ein hellgrau, Kostenpunkt 37 Euro. Die Jacke, die ich hier trage, kommt ebenfalls von Asos Design in dunkelblau und kostet sage und schreibe 54 Euro. Und Leute, obendrauf tatsächlich on top diese Beanie hier und wer hätte es gedacht, auch von Asos Design, Kostenpunkt 8 Euro. Das günstige Outfit kostet all in all 163 Euro und ich berechne bei den Outfits immer nur die Klamotten, keinen Schmuck oder teure Accessoires wie zum Beispiel eine Tasche oder eine Uhr, denn sowas treibt die Kosten von einem Outfit einfach mal immens in die Höhe. Heißt, es wird lediglich die Ware berechnet, die ich wirklich hier am Körper trage. Machen wir weiter mit der teuren Variante und zwar trage ich hier Chelsea Boots von der Marke Selected, Kostenpunkt 90 Euro. Die Jeans kommen von Levi's und zwar das Modell 512, hat mir persönlich am besten gepasst, Kostenpunkt 120 Euro. Als Oberteil trage ich bei dem teuren Outfit keinen Turtleneck, sondern einen Rollkragenpullover, sieht vom Look and Feel aber identisch aus, von der Marke Hugo, kostet natürlich ein bisschen mehr und zwar 110 Euro. Den dunkelblauen Mantel, den ich hier trage, der kommt von der Marke Mango, kostet 130 Euro und on top trage ich ebenfalls wieder eine Beanie, allerdings diesmal von einer anderen Marke und zwar von Obey, die kostet hier 30 Euro. Die Gesamtkosten für das teure Outfit belaufen sich insgesamt auf 480 Euro. So Leute, jetzt stellen wir die beiden Outfits nochmal nebeneinander und ich gehe einfach nochmal durch und sag euch, wo ich vielleicht etwas mehr ausgegeben hätte und wo ich vielleicht die günstige Variante gewählt hätte. Bei den Schuhen, muss ich sagen, gab es für mich nicht so einen riesengroßen Unterschied, gerade bei diesem Vergleich jetzt. Grundsätzlich würde ich eigentlich bei Schuhen immer ein bisschen mehr Geld ausgeben und die teureren Schuhe kaufen, weil man ja auch viel in den Schuhen läuft, ja, und es sollten grundsätzlich gute Treter sein, die du da an den Füßen hast. Aber hier hat sich der Unterschied nicht so krass bemerkbar gemacht. Von daher hat man hier in diesem Fall keinen Qualitätsunterschied gespürt. Machen wir weiter mit der Jeans. Einmal hier die Levi's Jeans, die fast doppelt so viel kostet wie die Topman Jeans. Vom Look and Feel völlig identisch. Die Levi's Jeans fühlt sich ein bisschen härter, ein bisschen robuster an. Und die von Topman ist ein bisschen elastischer. Man kann zum aktuellen Zeitpunkt von der Qualität noch nicht her wirklich irgendwie einen Schlussstrich ziehen und sagen, hey, das ist wesentlich besser oder wesentlich schlechter. Das wird sich jetzt wahrscheinlich mit der Zeit ergeben. Leute, ich werde es für euch testen und werde euch anschließend definitiv in einem extra Video davon berichten. Machen wir weiter mit dem Oberteil. Einmal hier der Rollkragen von Hugo im Vergleich zu dem Asos Design Turtleneck. Ich muss sagen, ich persönlich hatte jetzt hier nicht die teure Variante gewählt, weil man die Oberteile sowieso ständig trägt und auch ständig wäscht und ich glaube, das wird sich am Ende des Tages nicht rentieren, wenn du hier die teure Variante wählst. Machen wir weiter mit dem Mantel. Und beim Mantel muss ich sagen, da hat man einfach direkt gespürt, allein beim Anziehen, dass die wertige Variante wesentlich besser verarbeitet ist, vom Stoff her, von der Qualität her, von den Knöpfen her. Von daher wäre ich auf jeden Fall hier mit der teuren Variante gegangen, denn auch so ein Mantel ist ja so ein Kleidungsstück, was du über Jahre hinweg immer und immer wieder trägst und auch wirklich über Jahre hinweg tragen kannst. Von daher würde ich definitiv hier beim Mantel die teure Variante nehmen. Machen wir weiter mit der Beanie und hier wäre ich persönlich mit der günstigeren Variante gegangen, weil ich die Beanie zum Beispiel nicht zu jedem Outfit trage und das ist bei mir einfach nur so eine Modeding. Wenn du natürlich eher auf, ja, grundsätzlich auf hochwertige Stoffe stehst, auf deine Haut, zum Beispiel auf Kaschmir oder so, dann geh mit der teuren Variante. Aber mir persönlich, mir hat es an dieser Stelle nichts ausgemacht. Von daher würde ich an dieser Stelle mit der günstigen Variante zufrieden sein. Leute, das war mal eine Variante günstig versus teuer. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Dann gibt es mehr davon. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Shoppen, egal ob es günstig oder teuer ist. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.